Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 1. Juli 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, eine neue Woche, ein neuer Monat beginnt und wir laufen auf den Neumond zu, der morgen Abend exakt ist und auf den wir gleich einen Blick werfen werden. Aber erstmal zu den Konstellationen. Heute entscheidend ist sicherlich der Wechsel des Mars vom Krebs in den Löwen. Mars jetzt hier im letzten Grad des Krebs ist dabei, das Zeichen zu wechseln. In der Nacht zum Morgen um 1:20 Uhr geht's in den Löwen. Mars, der Kriegsgott, hat eine Umlaufzeit von circa 2 Jahren. Und wechselt hier das Zeichen und Zeichenwechsel von Planeten haben immer etwas Kritisches, weil der Planet halt noch im alten Zeichen steht, sich ins Neue orientiert, also quasi zwischen den Zeichen steht. Das kann für heute bedeuten und eventuell auch morgen noch, für heute Morgen bedeuten, dass es nicht ganz eindeutig manchmal sein kann, wie wir uns verhalten sollen, wie wir uns entscheiden sollen mit Mars. In welche Richtung wir unsere Aktivitäten bringen. Denn Mars hat viel mit Aktivität, mit Energie, mit Durchsetzung zu tun. Und diese Fähigkeiten sind im Krebs eher emotional und subjektiv geprägt, während es im Löwen mehr darum geht, den Dingen Ausdruck zu verleihen und sie sozusagen stärker nach vorne zu bringen. Mars gehört ja ins Zeichen Widder. Steht also dann morgen oder ab heute Nacht im Löwen sehr, sehr stark und gut, was auch bedeutet, dass hier auch die männliche Polarität gestärkt ist. Mit Mars im Löwen wird die Ausdruckskraft stärker, aber auch die Energie. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht gerade in den nächsten Tagen es übertreiben mit unserem Ausdruck oder damit, dass wir glauben, in irgendeiner Sache besonders recht zu haben. Mars ist auch Rechthaberei und im Löwen da ein bisschen ungebremster als im Krebs. Außerdem läuft Mars hier ins Quadrat allmählich zu Chiron, was erst ungefähr zu Uranus, was erst ungefähr in einer Woche soweit ist, aber auch einen gewissen Zündstoff in sich birgt. Merkur ja schon im Löwen vorgelaufen. Merkur wird nächste Woche Montag rückläufig. Dazu aber in den nächsten Tagen mehr. Der Mond als Tagesanzeiger der Energien läuft im Zeichen Zwillinge und wir sehen, dass er hier schon dicht bei der Sonne steht. Es geht also auf den Neumond zu. Immer wenn es auf den Neumond zugeht, ist die Energie sehr unbewusst. Unbewusste Regung, unbewusste Aktionen, Aktivitäten können nach oben kommen, können unser Verhalten, können unser Denken, unser Fühlen mit beeinflussen. Es kann also durchaus sein, dass Dinge aus unserer Tiefe sozusagen in uns hochkommen. Der Mond wird auch in der Nacht zum Morgen um 3:25 Uhr in den Krebs wechseln und ist kurz vor Mitternacht heute auf Venus Ende Zwillinge. Venus wird am Mittwoch in den Krebs wechseln. Also Mars hat schon wechseln und Venus wird auch wechseln. Die beiden Beziehungsplaneten wechseln die Zeichen. Es kommt hier also auf eine neue Energie. Mit dem Mond im Zwilling heute vielleicht trotz allem eine echt umtriebige, etwas unruhige Energie, wo es viel um Kommunikation geht, um Austausch, um Wissenserwerb. Dann morgen Abend, da gehe ich natürlich morgen beim Tageshoroskop nochmal drauf ein, ist dann hier Neumond im Krebs. Der Mond, wie gesagt, heute Nacht in den Krebs gewechselt, läuft auf die Sonne zu, die ja morgen Abend dann im 11. Grad des Krebs erreicht. Der Neumond, immer der Beginn eines neuen Sonne-Mond-Zyklus, der Same, die Grundidee, die hier sozusagen am Himmel unsichtbar für uns stattfindet. Im Krebs geht es sehr viel darum, ums Fühlen, auch darum, inwieweit wir uns mit uns selbst und in uns selbst wohlfühlen oder auch nicht. Das hat viel zu tun mit dem, was beispielsweise bei uns in der Kindheit passiert ist. Ist uns von Seiten unserer Eltern ein gutes Grundgefühl, ein Urvertrauen mitgegeben worden oder eben nicht? Das können wir sehr gut erfühlen jetzt in diesen Tagen.
Und es geht beim Krebs auch darum, wo fühle ich mich zu Hause, wo will ich leben, habe ich ein Gefühl des Vertrauens in mir, habe ich ein Gefühl, dass vertraute Menschen um mich herum sind, also fühle ich mich irgendwie geborgen und sicher. Das hat mit diesem Neumond zu tun, da der Merkur im Löwen ins Quadrat zu Uranus läuft, haben wir zusätzlich vielleicht auch eine hektische Kommunikation. Wir sollten also in diesen Tagen jetzt auch sehr vorsichtig sein, nicht nur was wir tun mit Mars, sondern auch was wir zu wem und wie sagen. Da kann uns manchmal die Spontaneität reiten und wir vielleicht Dinge sagen und tun, die wir so im Nachhinein nicht so losgelassen hätten. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Montag, einen guten Wochenanfang und sage Tschüss, bis morgen. Morgen dann nochmal der Blick auf den Neumond. Bis dahin alles Liebe und Tschüss.